Frischlingsparade wird Ihnen präsentiert von der Provita Gesundheitsversicherungs AG und der Neuburg Garage, Ihrem Mitsubishi-Vertreter in Winterthur. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur Frischlingsparade. Begrüßen Sie Ihren Gastgeber Marco Fritsche. Guten Abend, meine Damen und Herren. Recht herzlich willkommen hier im Casino-Theater zu der Frischlingsparade. Was für ein Applaus. Danke vielmals den Moment. Herzlich willkommen an die Heier Bildschirm, alle Zuschauerinnen und Zuschauer von Telekom. Ich weiß gar nicht, ob ich es mitbekommen habe. Beim Reinlaufen hat es mir gerade die Uhr aufgeputzt. Also der Applaus ist so enthusiastisch und so überzeugend. Danke vielmals. Sie sind wirklich das beste Publikum vom heutigen Abend. Ich hoffe, Sie bleiben auch das beste Publikum vom heutigen Abend. Denn wir kommen zu einem Künstler, wo der Weg hierher gefunden hat, obwohl er von weiter her kommt. Bonn, geboren 1976, jetzt umtriebig an allen Ecken und Enden der deutschen Nation, als Poetry Slammer, als Kabarettist oder als auch Performance-Poet tätig. Und er, Sie sehen es hier, hat ein Piano verlangt, um einen Teil von seinem Programm zu bestreiten. Ich will jetzt sagen, wir begrüßen ihn mit einem überzeugenden Applaus, denn das wissen Sie vielleicht jetzt noch gar nicht, weil ich es noch nicht gesagt habe. Macht Sinn, he? Komisch, macht aber Sinn. Wir haben Angst gehabt, dass er gar nicht kommen kann heute Abend, denn er ist sehr, sehr krank. Todkrank ist noch nicht ausgedrückt an dieser Stelle. Wir haben wirklich gezittert, kommt er nicht, Philipp. Wir sind froh, ist er da, wird auch noch gestützt hinten von unserer Künstlerbetreuerin, der Daniela. Wahrscheinlich wird es ihm einfach, ich weiß nicht, schiebt es ihn rein oder. Ich weiß nicht. Tun es ihn einfach vielleicht mit einem herzlichen Applaus, aber nicht zu stürmisch, weil der Windstoß könnte ihn hinten rauskippen lassen. Also, meine Damen und Herren, jetzt ein wohlgemeinter, aber nicht zu überschwänglicher Applaus für den Philipp Schöri! Danke, danke schön. Ja, vielen Dank, danke. Das ist es lieb, dass Sie mich so nett begrüßt. Jetzt ist es mir echt furchtbar unangenehm, dass ich jetzt hier so klapprig stehe, weil ich echt nicht weiß, wie lange ich jetzt so richtig durchhalte, weil ich fühle mich echt krank. Ja. Ich habe so ein Ziehen beim Bücken in den Knien und Rücken. Ja. Und auch schon echt lang. Fast eine Stunde. Und beuge ich mich runter zum Zeh, dann tut mir plötzlich entsetzlich die Ohrläppchen weh. Und wo ich es erwähne, ich habe oft auch Migräne, so Schmerzen im Arm, ja, so im Herzen Alarm, im Darm ein Rumoren, es quietscht in den Ohren, das Tinnitus pfeifen wie ein Minibusreifen, steifen Nacken, Probleme beim Schlucken, Ekzeme, die jucken im Brustkorb, so Nagen, kaputten Magen. Und so ist das nur an den guten Tagen. Und gestern entdecke ich so einen komischen Fleck, ganz ohne anatomischen Zweck. Ja, jetzt ist er weg. Doch vergleiche ich im medizinischen Bildband den Ausschlag mit meinem, dann leide ich an Milzbrand. Oder Thrombose. Ich war schon beim Arzt, aber der sprach gereizt von Fehldiagnose. Ich sei Hypochonder, das sehe er doch. Und ich, jetzt echt? Wie lange habe ich da noch? Nein, tat der Kund, nichts erwund, nichts entzündet. Ich sei doch gesund, meine Furcht nicht begründet. Ich sei Simulant, wie Argon bei Molière. So ein eingebildeter Kranker, nicht mehr. Ha! Hypochonder? Reden sich Krankheit nur ein? Ich red mir nur ein, Hypochonder zu sein. Krank ist eine Frage der Philosophie. Ich bin die One-Man-Epidemie. Ich bin the big sick. Ich bin der Pate. Die größte Gefahr auf der NATO-Karte. Kim Jong, nicht nur ill, sondern richtig verratzt. Ich bin der Mann aus dem Witz, kommt ein Mann zum Arzt. Ich bin der Tim Melzer am Infektionsherd. Immunsystem-Hacker mit Sensationswert. Das einzig lebendige Exponat, das die Ausstellung Körperwelten hat. Ich habe eine eigene Jugendkultur. Die Infektis. Ja, weil krank nicht PC, pathologisch korrekt ist. Drum, bitte, nehmt nicht mal das Wort in den Mund. Wir sind
Bürger mit Infektionshintergrund. Wir bewahren Bakterien vor Folgen des Impfens, gucken den ganzen Tag Serien. The Symptoms. An jede Wand wird das Motto gesprayt in Nasenspray. Krank is not dead. Und ich feier krank. Yeah, wer hat auf gesund Bock? Ich bin krank, so krank, au, und mach den Immunwalk. Du sagst, du bist kränker? Du hast Sternzeichen Krebs? Dann pass mal auf. Pass mal auf, dann bettel ich Beipackzettel mit Raps. Yo, Masernfucker. Meine Keime sind fett. Du gehst auf Arbeit zum Ackern, ich bleib daheim im Bett. Yo, mein Leid ist tight. Meine Viren sind Killer. Du reibst dir die Brust ein, ich inhalier mit Camilla. Jo, du machst einen auf Kranker, der voll die harte Geschichte hat. Doch warst du privat bei deinem Vati versichert. Ich komm wirklich von der Kasse, von ganz unten, du Poser. Meine Rezepte waren immer grün und nicht rosa. Meine Klinik, mein Bett, meine Kasse, meine Pillen, meine Praxis, meine Sprechzeit, mein Doc. Jo, meine Symptome, mein Schmerz, meine Werte, mein Befund reicht vom Schnupfen zum allergischen Schock. Jo, denn wir sind krank, integriert in soziale Leiden. Krank, um für Rechte der Kranken zu fighten. Krank, habt ihr das endlich gecheckt? Was sind wir? Krank. Was sind wir? Krank. Yeah, hab ich euch auch angestellt. Vielen Dank. Oh, da geht's ja noch gleich viel besser. Super. Manchmal muss man über so Probleme einfach nur reden, ne? Das tut total gut, weil ich finde, wir leben ja auch eigentlich in einer völlig kranken Gesellschaft, wenn man drüber nachdenkt. Also zumindest bei mir zu Hause in Deutschland. Das ist nichts Neues für euch, ich weiß. Aber ich meine, wie krank muss jemand sein, ja, der ein Unternehmen hat und seine eigenen Mitarbeiter dann bespitzeln lässt, bis aufs Klo. Das ist so passiert bei uns in einem Supermarkt. Die Verantwortlichen reden sich natürlich raus, die sagen dann, was? Bei uns werden Mitarbeiter bespitzelt bis aufs Klo. Davon weiß ich nichts. Da muss ich mir erstmal die Bänder angucken. Und dann wird als nächstes der Sicherheitschef hier zitiert. Aber der hat sich krank gemeldet. Wahrscheinlich Bänderriss. Ne? Und sofort geht der Aufschrei durch die ganze Branche. Alle schreien so auf einmal, was? Mitarbeiter bespitzeln? Das ist Sauerei. Da hätten wir auch selber drauf kommen können. Das machen wir jetzt auch. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das hier in der Schweiz ist. Hier ist man eher so auf Bankdaten spezialisiert. Bei uns in Deutschland ist es mittlerweile so, dass eigentlich jede Supermarktkette, die nur ein bisschen was auf sich hält, ihren eigenen Geheimdienst beschäftigt, ihre eigene Spasi. Und ich will jetzt den Namen des Discounters, der das angefangen hat, ja, den möchte ich gar nicht jetzt hier so der Öffentlichkeit preisgeben. Stattdessen einfach nur dieses kleine Lidl. Hast du keine Arbeit, sei nicht zu verzagt. Einen Job bekommst du heute in jedem Supermarkt. Natürlich nicht im Wühltisch und im Kühlregal. Nein, im Lager hinten durch beim Chef vom Personal. Siehst du aus wie DJ Ötzi oder Marilyn Manson? Ist einerlei, genauso wie soziale Kompetenz. In die Wirtschaft zu gehen, das ist doch eh der letzte Schrei. Und bei uns an der Kasse sind ständig Plätze frei. Spar Aldi, Lidl, Lade, Ede, Kaisers, Coop, Toben, Klo. Spar Aldi, Lidl, Lade, Lo. Dieser Job ist wirklich spannend, nicht so wie die meisten. Man hat zu tun mit Tieren, na gut, mit Eingeschweißten. Doch ob Colaflaschen zischen und die Schweinebraten gammeln, deine eigentliche Mission, Daten sammeln. Sei unser Ohr und Auge zwischen lauter Taugenixen, um des Übels Wurzel an der Wurzel auszutricksen. Du willst doch schnell Karriere machen und deswegen verkaufst du vorne Waren und hintenrum Kollegen. Wir stellen ein in unserem schönen Supermarkt,
wird der nächste Tiefkühltheken-Informant. Hier gilt, was schon der große Edgar Hoover sagt, wir nehmen jeden auf, erst ins Team und dann auf Band. Wo die Spitzel zwischen Schnitzeln und Pommes Fritz Notizen kritzeln, steckt zum Schutz der Lebensmittel ein Spion in jedem Kittel, denn jeder ist ein potenzieller Ladendieb und krimineller Kassenfeind und Kommunist, ein Discounter-Terrorist. Wir wollen alles wissen, welcher Mitarbeiter pafft, wer keine Unterwäsche trägt und wer Pfand zur Seite schafft, wer nach Ladenschluss klammheimlich auf dem Kassenlaufband joggt. Wen kümmert schon der Datenschutz, solange der Chef rohlockt? Spar-Real, die Lidl-Ladel, Ede, Kaisers, Co-Optom, Migro, Spar-Real, die Lidl-Ladel. Bum, bum, badadum, bum, bum. Also Wertstadtladendetektiv, ein Supermarktagent mit der Lizenz zum Tüten fürs ganze Sortiment. Bei Verfolgungsjagd im Gang hast du stets die besten Karten im aufgepimpten Einkaufswagen von Aston Martin. Sei unser Mann am Spind und räum den Laden auf wie Renny. Dein Kontaktmann ist der Money aus dem Penny. Und wer dich braucht, der wählt den Code und alarmiert dich. 007, bitte 49. Wir stellen ein in unserem schönen Supermarkt. Wer der nächste Tiefkühltheken-Informant? Ja, hier gilt, was schon der große Edgar Hoover sagt. Wir nehmen jeden auf, erst ins Team und dann auf Band. Doch ist deine Vita, seid ihr nicht gescheit und knitterfreit? Ja, tut uns wirklich bitter leid. Da bist du raus als Mitarbeiter. Nur die Daten bleiben hier, denn die können wir noch verwenden, um dir weiter kostenlose Werbung zuzusenden. Ja, ja, wir sind politisch ganz korrekt. Hier im Laden gilt Fairtrade. Nur nicht für die Belegschaft, weil die ja Englisch nicht versteht. Und auch wenn ihr geschlossen zur Gewerkschaft lauft, Pech gehabt, Genossen, denn die haben wir längst gekauft. Spar-Real, die Lidl-Ladel, Ede, Kaisers, Co-Optom, Mikro, Spar-Real, die Lidl-Dadel. Ne, das sind doch endlich mal wieder neue Berufsfelder für die Jugend, weil die wollen alle in die Medien, wollen alle was mit Medien machen heutzutage. Ne? Und ob du jetzt Kameramann wirst bei Teleshop oder Aldi, im Grunde ist das ja egal. Andererseits gibt es auch immer wieder viele Leute, die sagen, ja, ach, die Medien, Vorsicht, die verblöden die Jugend. Finde ich schwierig, das so zu sagen. Ich finde, unsere Jugend ist gar nicht so blöd. Ja, die Kids wissen eigentlich eine ganze Menge. Nur das, was sie wissen, ist nicht mehr so sinnvoll. Also mein Nachbar, der hat so einen kleinen, ne, so einen 14-Jährigen, der kann dir die Namen aller Pokémons in alphabetischer Reihenfolge rauf und wieder runter sagen. Aber frag ihn mal, was ein Mähdrescher ist. Oder das ist so ein Typ, der Schafe verprügelt. Fast. Fast. Aber wirf ihm dann mal vor, er sei ungebildet. Was sagt er dann? Sagt er, Alter, was ungebildet, ey? Ich mache jeden Tag Bodybuilding, ey. Die haben einfach ganz andere Definitionen. Man kann sagen, okay, das ist ein Nebeneffekt der Pubertät. Da werden wir alle komisch. Klar waren wir auch. Ne? Die werden auch komisch. Vor allem die Sprache verändert sich in der Pubertät. Da benutzt man so komische Begriffe, irgendwie so Anglizismen. Will ich gar nicht drauf rumhacken. Das machen ja alle Kollegen mittlerweile. Ja? Jeder Kabarettist stellt sich vorhin hin, schimpft über Anglizismen, nennt sich aber eine Comedian. Ich finde es im Grunde nicht weiter schlimm. Ich finde es viel schlimmer, wenn man Sprache missbraucht und unsensibel benutzt. Ja? Beispiel, ich weiß nicht, war jemand in letzter Zeit beim Friseur? Ich gucke mal, einige könnten wieder. Andere brauchen gar nicht mehr, ist auch normal. Wenn ihr das nächste Mal geht, achtet mal auf die Namen von den Friseurläden. Ich weiß, auch ein alter Hut, aber es gibt heute immer noch Friseurgeschäfte, wo dann drüber steht Harry Potter. Da denke ich, ja, danke, warum denn nicht gleich Haar Wars, Epilation One, ja. Bist du mit dem Lichtschwert frisiert. Oder noch besser, du nimmst gleich einen Friseursalon,
bei dem du vorm Schneiden die Münze werfen musst und der ist dann Zopf oder Kahl. Aber ich finde, wir dürfen uns nicht wundern. Wenn wir so mit der Sprache umgehen, dann ist es ja auch kein Wunder, dass es in den meisten Ländern einfach keine geeigneten Fachbegriffe mehr gibt. Die sterben natürlich aus. Stattdessen kommen immer mehr Wörter aus dem Ausland, die sich dann hier eine bessere Zukunft erhoffen. Ja, von überall her. Zum englischsprachigen Raum, aus der Türkei, aus Deutschland, gerade in der Schweiz, viele, viele Begriffe. Ne? Und die werden dann meist auch direkt ins Wörterbuch aufgenommen, aber halt ohne echte Integration. Es ist völlig verständlich, dass manche Leute es mit der Angst kriegen, dann rufen Fremdwörter raus. Schlimme Situation. Da habe ich mir gedacht, ja, was würde denn die Sprache dazu sagen? Was wäre denn, wenn wir mal überlegen, was wäre, wenn die Sprache selber mal in dieses gewisse Alter käme, wo sie sagt, nee, ich bin raus, macht euren Mist allein. Ich mache mein eigenes Ding. Ein Verb, das ein Nomen sein wollte. Ein Verb war in der Pubertät, in der es wohl keinem super geht und kam mit keinem Zentimeter seiner Verbidentität klar. Ja, was all die Verben treiben. Kaum sind die im Imperfekt, lassen sie sich niederschreiben. Wo ist denn da der Sinn versteckt? Nehmt mir das Geplärr nicht krumm, doch komm ich ins Präteritum, dann werde ich schwach und lauf danach im Perfekt nur mit Hilfsverb rum. Verb sein ist zwar schön, im Präsens, doch die Stunden gehen ihm nur fort und im Grunde meines Wesens bin ich überhaupt kein Tu-Wort. Nein, aus tiefstem Silbenkern wünschte ich mir still, ich wäre ein Nomen, hätt unendlich Zeit und statt Person Persönlichkeit. Also ließ es, was nicht klug war, heimlich bei einem alten Drucker mit verbeulten Kupferblechen sich einen Großbuchstaben stechen. Als es eines schönen Syntax fröhlich futternd an der Elterntafel saß, rief Muttern: Kind, sag's ehrlich, was ist los? Was fällt an? Nix. So sprach's und fing kokett an, seine Lettern zu entblättern. Nur, dass mir vorm Verb sein graute und ich mich als Nomen oute. Was die Mutter schlecht verdaute und ihr echt den Tag versaute. Großer Goethe, das ist herb. Kind, so sei ein starkes Verb. So rief sie aus und schaute groß. Was denken sonst die Laute bloß? Ey Mama, checkst du's mal? Es geht um meine Textualität. Der Vater, Personalpronomen dort am Hof des Paragraphen, machte, als er dies vernommen, einen Satz, und zwar einen scharfen. Jetzt ist aber Sensesüße. Setzt du deine Gänsefüße unter meinen Tisch, sei artig, halte dich an die Grammatik. Nein, und wird's dir noch so passen? Ich werde mich nicht beugen lassen. Du gehörst in eine Zelle, ab in die XL-Tabelle, schrie der Vater, wahnsinnstriefend. Wahnsinnstriefend, wirst schon sehen. Du findest dich bald wieder bei den transitiven Transen auf dem Bindestrich. Er trieb das Verb zum Tor des Satzbaus auf den Allgemeinplatz raus. Obwohl ich ja so manches billige. Du fliegst aus der Sprachfamilie. Wie es da stand, im Wortgewand, wie ein Schimpfwort fortverbannt, verlor's zum Leben jede Lust. Ich stürze mich in den Redefluss. Sofort verschwand's, es seufzte soft. Doch, es versank, samt Stamm und Endung nahm das Leben, wie so oft, ganz unverhofft eine Redewendung, weil ein Anglizismus sich dort angelnd nach so manchem Stichwort auf des Landes Zunge fletzte. Der verstand es und versetzte: Oh, ich war selbst ein Nomen mal. Du denkst, das sei phänomenal. Bei Kasus, Genus, Numerus ist längst nicht mit dem Kummer Schluss. Doch weiß ich einen Ort. Allein dort kannst du jede Wortart sein. Dort, wo man jeden Zwang vergisst und dich nach Klang und Versmaß misst. In den Tropen, wo Honig und Metrum fließen. Wo Stilblüten zwischen den Kiefern sprießen, Retourkutschen über die Wortfelder fahren und Reime sich zärtlich umarmen und paaren.
wo Textquellen schwellen zu murmelnden Bächen, Novellen sich schillernd an Zungen brechen, auf denen Poenten schwimmen und schnattern, darüber geflügelte Worte flattern, wo nackte Fakten zum Sprechakt posieren, wo Lautmaler auf ihre Einwände schmieren, wo Ratschläge ratschlagen, Sprechpausen schweigen, Kraftausdrücke Majuskeln zeigen, wo Helden eben zum Wortgefecht rüsten, Parolen mit ihren Zitaten sich brüsten, wo Chor um Chor das Revolverblatt zückt und beim Donner des Kanons zur Sprachgrenze rückt, ja, wo der Thesaurus den Wortschatz bewacht, der Umbruch manch reißerischen Absatz macht und zur Strophe die Tonleiter stürmt, Do, Re, Mi. Und dieses Land heißt Poesie. Das Verb kam schleunigst zur Besinnung. Seine Adverbialbestimmung war ihm jetzt natürlich klar. Praktikum beim Lyriker. Der machte ohne Kommentar den großen Traum vom Nomen wahr und widmet ihm nun dieses Gedicht. Und die Moral von der Geschichte: Beachte wohl beim Sprachenspiele. Auch die Worte haben Gefühle. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Philipp Czary, meine Damen und Herren, der Klügere gibt Nachhilfe. Danke. Man darf sich aber bei dir nicht abhängen lassen. Da muss man ganz schön dranbleiben, sonst hat man den Anschluss verpasst. Ja, ja. Ach super, komm. Lass uns nicht Gläser, sondern Stühle rücken. Ah, schön, ja, das kann ich jetzt gebrauchen. Warum nicht gleich Tische? Nicht zum Wohl, hast du dir verdient. Dankeschön, danke sehr. Er ist zum Glück gesund, er ist nicht krank. Das war nur eine sehr dramatische Einleitung. Sie kennen mich, das Publikum gerne mal ein bisschen veralbern. Wahnsinn. Schön warst du hier und du bist überhaupt nicht das erste Mal in der Schweiz, sondern du bist eigentlich ein gern gesehener und immer wieder herzlich eingeladener Gast. Ja, schon, doch. Ja, einige Male schon da gewesen, ja. Aber auf dieser Bühne jetzt zum ersten Mal? Auf dieser Bühne zum ersten Mal. Auch jetzt bis jetzt eher so bei Poetry Slams und Lesebühnen. Also jetzt so auf Solopfaden eigentlich noch nicht, gar nicht so sehr. Das ist quasi hier so jetzt mal der erste Schritt dahin. Sehr schön. Wir hoffen, das war nicht der letzte Schritt, den du auf diese Bühne gemacht hast. Lass uns noch drüber reden, dass du beim Poetry Slam Wettstreit letztes Jahr im Team als auch im Einzel gewonnen hast. Ja, also genau. Mit Paul, aber auch selber. Erklär uns da ein bisschen das Paul und das selber und das Wie und das Wo. Also erstmal vielleicht zum Prozedere. Es gibt so jedes Jahr einmal gibt's so einen großen, das ist der German International Poetry Slam für den ganzen deutschsprachigen Raum. Also dankbares Publikum. Ja, schon, oder? Guck mal hier. Weißt, wenn es so lustig ist, schreibe ich mir das auf und dann benutze ich es nochmal. Ja, super. Ja, also da ist die deutschsprachige Schweiz dabei, Österreich, Deutschland, Liechtenstein sogar. Und die veranstalten so einen großen Poetry Slam-Wettbewerb über 4 oder manchmal 5 Tage sogar. Das ist also einfach das große Klassentreffen für die ganze Slam-Szene. Da kommen sie alle. Und ja, da gibt es einen Einzelwettbewerb, wo Poeten halt allein auf die Bühne gehen. Und es gibt einen davon getrennten Teamwettbewerb, wo man im Team auf die Bühne geht und halt Texte macht, naja, die man zu dritt oder zu zweit oder so nochmal ganz andere Sachen performt. Und irgendwie haben wir diesen Teamwettbewerb gewonnen mit meinem Ensemble Paul, Poesie aus Leidenschaft, Paul, mit großem L, ja, Paul, Poesie aus Leidenschaft, Paul. Und hat sich jemand das überlegt bei diesem Namen? Na. War also jedes Wort überlegt, ja klar. Und dann, wo ich schon mal da war, den Einzelwettbewerb auch noch gewonnen. Das ist mehr so hinten dran, was wir so. Ist natürlich schön, wenn man da eben, du hast gesagt, Familientreffen und wenn man da so erfolgreich ist und quasi reüssiert vor all den Gleichgesinnten, die wahrscheinlich auch was auf der Kiste haben und nicht irgendwie nur so Anfänger sind. Nee, auf keinen Fall. Große Ehre, oder? Das ist auf jeden Fall eine große Ehre. Das Niveau ist da schon sehr hoch. Gerade in so einem Finale und man muss auch eine Menge Nummern parat haben. Also jetzt beim letzten Mal im Finale war es, allein an diesem Finalabend musste man 3-mal auf die Bühne. Also es war eine harte Auswahl. Erst 10, dann 5 und dann 2. Nicht schlecht. Tough. Tough, tough. Tough. Ist das wirklich so, dass der Preis eine Flasche Whisky ist, wie das beim Poetry Slam halt ursprünglich historisch mal so der Fall war und immer noch ist? Oder kriegst du da fette Kohle weg? Nee, weder noch.
Es kommt immer darauf an, wer das Ganze sponsert. So das Leben ist hart, weder Alkohol noch Geld. Weder Alkohol noch Geld. Ich habe aber eine tolle Trophäe bekommen. Das waren ein paar aufeinandergeklebte, mit Goldfarbe überzogene Bibeln und Gesangbücher. Was immer das heißen soll. Da war noch ein Mikrofon drauf montiert, auch Gold drüber lackiert. Und irgendwann hat ein Kollege das Ding in die Hände bekommen. Danach konnte man es aufklappen. Dann war also eins von den Büchern. Ja, und dann habe ich quasi jeden unterschreiben lassen, der wollte. Und dadurch hat das einen ganz tollen individuellen Touch nochmal bekommen. Das ist richtig wie so ein Gästebuch jetzt. Ganz toll. Und was ich tatsächlich bekommen habe, ist eine Chicago-Reise. Wow. Ah, das ist aber ich war cool. Selber überrascht. Also eine Woche Chicago. Das kommt natürlich immer darauf an, mit wem diese Organisatoren zusammenarbeiten. Also das Slam ist ja grundsätzlich ein Format, wo keine großen Gelder fließen, keine großen Gagen. Ja, das wird ja einfach so aus der Hüfte veranstaltet. Das ist immer so ein bisschen Underground und das ist auch eigentlich gut so, dass das nicht kommerziell ist und auch so bleibt. Und selbst bei diesen National Champs kriegt man auch keine großen Gagen. Aber Chicago hört sich schon mal ganz schick an und trotzdem vielleicht... Zur Erklärung, weil Poetry Slam ist in Chicago erfunden worden. Ja, das ist quasi so, also ja, hätte ich jetzt, weiß nicht, Islam-Wettbewerb gewonnen, dann wäre das Mekka. Ja? Also dann wäre das quasi zur Kaaba. Also es ist das Mekka für Poetry Slammer. Das ist Chicago, genau. Schon bald, ja. Und davon bin ich überzeugt, auf der Bühne des Casino-Theaters in Winterthur. Jetzt aber nicht den halben Applaus, sondern die volle Packung für unseren Charry. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Ja, ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Hartung von Knesebeck, ganz kurz, aus welcher Ecke komme ich? Ich komme eher so aus der Ecke Corporate and Leveraged Finance und Structured Hedged Finance. Ganz kurz, wie bin ich aufgestellt? Ich bin relativ breit aufgestellt, in meiner Abteilung unter einer 30% Beteiligung an der ZGS Global Shipping in Frankfurt, sorry, und eine 30% Beteiligung an der Lehman in New York, die ist existent, aber wird aktuell substituiert. Das, was ich da gerade am Schluss gemacht habe, ist extrem wichtig. Das ist der Nasallacher. Den habe ich von meinem Chef abgeschaut. Das heißt so viel wie, ich habe es zwar nicht verstanden, aber ich bin d'accord. Frischlingsparade ist Ihnen präsentiert worden von der Provita Gesundheitsversicherungs AG und der Neuburg Garage, Ihrem Mitsubishi-Vertreter in Winterthur.